Wusstest du schon, dass nicht nur Viren dich ausspionieren, nicht nur Hacker an deine Daten interessiert sind, sondern auch Microsoft und andere Firmen? Wie du das verhindern kannst, das erkläre ich in diesem Video. Hallo, mein Name ist René Steyes. Ich bin Gründer vom Erst IT Service und in diesem Video möchte ich einmal mal in die geheime Welt von Microsoft eintauchen, denn es gibt Daten, die Microsoft mit Windows erhebt und diese auswertet, um ja, dich vermeintlich mit besserer Werbung, dir bessere Werbung einblenden zu können. Nur die Frage ist, möchte ich das? Weil das sind alles Daten und wenn man das Ganze mal überlegt, wenn diese ganzen Daten, die so ein Computer über mich sammelt, in die falschen Hände kommt, ich weiß nicht. Gut, wenn du dazu Vertrauen hast, dann hilft dir dieses Video nicht weiter. Wenn du aber sagst, nee, es interessiert mich doch schon, was da getrieben wird und vor allen Dingen, was kann ich dagegen tun? Dann bleib dran, dann schau dir jetzt den Praxisteil an und dann weißt du, wie du sicher gehen kannst, dass deine Daten auf deinem PC bleiben. Wenn wir die Datensammelwut von Windows 10 einschränken wollen, dann sollten wir als erstes mal verstehen, was passiert hier überhaupt. Und da sollte man vielleicht auch ganz kurz nochmal einen Hintergrund machen. Die Daten, die hier gesammelt werden, das geht nicht einfach nur darum, was Microsoft uns hier wirklich nur ausspionieren will, um das gegen uns zu verwenden, sondern Microsoft sammelt halt auch die Daten, damit Microsoft das Windows anpassen kann. Bestes Beispiel war damals, wenn man sich anguckt, Windows 8. Windows 8 war eine Vollkatastrophe, es war sehr in der Kritik. Und es waren diverse Funktionen eingebaut, die kein Mensch mochte. Und wo Leute hingegangen sind und halt entsprechende Software von Drittanbietern installiert haben, um sich bestimmte Funktionen wieder freizuschalten. Und diese Funktion, die dieser Drittanbieter-Software eingeführt hat, diese Funktionen sind in Windows 10 wieder eingeflossen und dementsprechend ist Windows 10 ja von der Benutzbarkeit her um einiges freundlicher wie Windows 8 geworden. Das ist ein Ergebnis aufgrund der Datensammelwut von dem Windows-Betriebssystem. Also Microsoft denkt sich schon was dabei und man sollte halt immer überlegen, ob jetzt die ein oder andere Datengeschichte, ja, ob ich das zulassen möchte oder nicht. Generell in diesem Video gehe ich jetzt auf die wichtigsten Punkte ein, die ich beachten sollte, wenn ich jetzt nicht möchte, was Windows meine Daten sammelt. Und das Feintuning, das sollte jeder selber für sich denn entscheiden. Als erstes gehen wir deswegen mal in die Windows-Einstellung, in den Thema Datenschutz rein. Dafür drücken wir hier die rechte Maustaste und gehen einfach mal in die Einstellung. In den Einstellungen gibt es dann direkt den Punkt Datenschutz. Dort klicken wir einmal drauf. Und dann haben wir hier die Datenschutzoption. Und hier kann man sich, also ich gehe jetzt auf die allerwichtigsten Punkte ein, meines Erachtens. Da gibt es einmal direkt unter Allgemein die Möglichkeit, dass Windows halt eine Werbe-ID erstellt und diese ID entsprechend dieser Windows-Installation zugeordnet wird. Das bedeutet, was ich anhand dieser ID, die einmalig ist, wirklich nachverfolgbar bin. Das ist eine Funktion, die habe ich bei mir sofort deaktiviert, denn das möchte ich nicht. Somit sind halt meine Daten nicht anonym, sondern die können halt direkt zugeordnet werden. Und das ist eine Sache, ich weiß nicht, ob das unbedingt so toll ist. Generell gibt es dann hier auch noch andere Punkte, wie jetzt was Webseiten, Zugriff auf bestimmte Funktionen bzw. auf Sprachlisten. Ansonsten gibt es hier halt auch noch die Möglichkeit, was Webseiten den Zugriff auf Sprachlisten bekommen, um ja, im Prinzip mich besser kennenzulernen. Ob man das jetzt haben will, weiß ich nicht. Im Zweifelsfall würde ich es auch deaktivieren. Und Windows braucht auch nicht unbedingt zu wissen, welche Apps ich jetzt nun verwende, wie oft ich sie starte oder sonst irgendwas. Das sind alles Funktionen, die kann ich im Prinzip deaktivieren. Und dementsprechend würde ich die erste Seite komplett ausschalten, wenn es mir wirklich um das Thema Datenschutz geht. Ich habe unter dem Bereich Datenschutz noch diverse andere Geschichten. Das sollte sich jeder einmal direkt ja selber mit auseinandersetzen, was er jetzt nun möchte, was nicht. Es gibt hier unten in dem Bereich App-Berechtigung. Da kann ich halt bestimmte Apps gucken,
welche Möglichkeiten haben die, dürfen die bestimmte Funktionen nutzen, ja oder nein. Und das kann ich hier dann ein- oder ausschalten. Da sollte ich mich einfach mal durchhangeln und so bekomme ich dann auch ein Gefühl dafür, was eigentlich genau auf meinem Rechner passiert. Für mich ist jetzt nochmal wichtig der Punkt Diagnose und Feedback. Dort gehen wir einmal rauf und hier gibt es hier unten schon mal die Möglichkeit, die Feedback-Häufigkeit einzustellen. Feedback heißt, Windows sammelt Daten und wie oft werden die an Microsoft versendet. Hier kann ich als erstes hingehen und sagen, immer, täglich, einmal wöchentlich oder nie. Es ist aktuell auf automatisch geschaltet. Wenn ich das nicht möchte, schalte ich es einfach auf nie und dann ist diese Funktion erstmal stillgelegt. Wenn wir hier weiter gucken, dann gibt es hier noch die Möglichkeit, dass Windows Diagnosedaten erstellt. Diese Diagnosedaten, da gibt es einmal den Standard und einmal vollständig. Standard heißt halt, was Windows wirklich nur die grundlegendsten Informationen sammelt. Und vollständig heißt im Prinzip, Windows wird zum offenen Buch für Microsoft und Microsoft erfährt so ziemlich alles, was auf diesen Rechner abgeht. Ich persönlich finde die Standardeinstellung, wenn schon Daten gesammelt werden, dann nur das Nötigste und nicht unbedingt alles, was auf meinem Rechner hier ja, vonstatten geht. Des Weiteren gibt es hier unten dann die Einstellung der individuellen Benutzererfahrung. Wenn ich das freischalte, geht Windows halt hin und gibt mir halt Tipps, Anzeigen und Empfehlungen. Das ist Werbung. Ganz einfach übersetzt ist das Werbung. Wenn ich das hier freischalte, dann muss ich damit rechnen, was Windows mir Werbung einblendet. In den USA ist es meines Wissens sogar schon vorgekommen. In Deutschland wüsste ich es jetzt nicht, aber ich will es jetzt auch nicht abstreiten. Diagnosedaten anzeigen. Damit speichert Windows diese Diagnosedaten und ich kann mir das angucken, welche Daten an Microsoft verwendet, also gesendet werden. Jetzt müssen wir aber einfach mal gucken. Einstellung verwendet bis zu 1 GB Festplattenspeicher. Diese Daten, die werden automatisiert ausgelesen und entsprechend verarbeitet. Wenn ich mich da per Hand durchwurstel, dann habe ich entweder ganz, ganz viel Langeweile oder ich bin halt wirklich ein absoluter Freak. Das macht keinen Spaß, sich die Diagnosedaten per Hand anzugucken und das Ganze zu entschlüsseln. Wir werfen gleich auch nochmal einen Blick in die Datenschutzeinstellungen rein, beziehungsweise in die Datenschutzrichtlinie. Da gibt es einen Punkt, den man auf jeden Fall kennen sollte. Diagnosedaten löschen, die können wir hier halt löschen. Das Problem ist halt, sie werden aktuell, so wie es jetzt gerade läuft, werden die trotzdem weiter immer wieder neu aufgebaut. Und dementsprechend müsste ich halt wirklich regelmäßig hingehen und die Diagnosedaten per Hand löschen. Es gibt hier noch den Hinweis auf das Datenschutz-Dashboard. Da habe ich aber nur Zugriff drauf, wenn ich wirklich mit Microsoft-Konto mich mit Windows angemeldet habe. Da ich hier jetzt nicht mit einem Microsoft-Konto angemeldet bin, habe ich jetzt auch nicht die Möglichkeit, da weiter reinzugehen. Für mich ist jetzt nochmal wichtig, wenn wir uns die Datenschutzbestimmungen anschauen. Ich habe da mal schon mal die Seite vorbereitet. Dann gibt es hier den Punkt, warum wir persönliche Daten teilen. Und wenn wir uns den genau angucken, dann kommen wir irgendwann an diesen Absatz. Und dieser Absatz, der ist meines Erachtens sehr interessant. Schließlich werden wir personenbezogene Daten, einschließlich ihrer Inhalte, zum Beispiel Inhalt ihrer E-Mails in Outlook oder Dateien in privaten Ordnern auf OneDrive sichern, lesen, übertragen und offenlegen, wenn wir davon überzeugt sind, dass es dies aus folgenden Gründen notwendig ist. Also hier geht es zwar jetzt auf die E-Mails und auf die Dateien in OneDrive, aber das sind halt alles Funktionen in Windows und wenn ich da nicht aufpasse, dann bin ich da natürlich drauf zugeschnitten. Und man muss ganz klar sagen, private Daten. Private Daten heißt halt auch unter Umständen Daten, wo ich jetzt nicht unbedingt möchte, was da andere drauf zugreifen. Und da gibt es zum Beispiel den Punkt, wenn Microsoft nach geltendem Recht gezwungen wird. Das ist in den USA der Fall. Microsoft muss die Daten an die Regierung weitergeben, wenn die Regierung das haben möchte. Dann geht es natürlich auch darum, was ich auch was davon habe, wenn Microsoft meine Daten hat. Das heißt, was die anhand dieser Daten versuchen, bestimmte Muster zu erkennen. Und das Ganze wird natürlich auch wieder für Analyse verwendet, um meinen Computer sicherer zu machen bzw. andere Windows-Funktionen vernünftig zu nutzen. Und Microsoft will natürlich auch
ihr geistiges Eigentum, also sprich Windows und die ganze Software schützen. Und falls da irgendwie was ist, dann kann Microsoft diese Geschichten an die Staatsanwaltschaft, also an die Polizei weitergeben. Und ich habe dann entsprechende Anzeige am Hals. Das sind alles Punkte, ob man das unbedingt möchte. Das muss jeder für sich selbst wissen. Ich finde das nicht ganz so toll. Man darf halt auch nicht vergessen, wenn ich jetzt weiterhin gehe, die Daten, alles was hier drin ist, das wird halt auch für Werbezwecke verwendet und im Grunde genommen ist es ähnlich wie bei den anderen Internetdiensten. Irgendwann kennt mich Microsoft besser als ich mich selbst. Im Grunde genommen ist das jetzt so das allererste, was im Prinzip jeder Benutzer mal machen kann, diese Einstellung durchzugehen und im Prinzip eigentlich auch diese Information mit diesen privaten Dateien, die Microsoft dann unter Umständen halt analysiert. Und da, wenn man das nicht möchte, dann sollten hier die Alarmglocken losgehen. Jetzt habe ich aber das Problem, was selbst wenn ich hier jetzt das auf Standard schalte, heißt das noch lange nicht, dass Microsoft keine Daten weitergibt. In früheren Windows-Funktionen konnte man das auch wunderbar mal erkennen. Da wurde halt auch ganz klar gesagt, was diese Daten, auch wenn ich das hier ausgeschaltet habe, nicht gesammelt werden, also beziehungsweise nicht gesendet werden, aber trotzdem gesammelt werden. Es gab so eine bestimmte Formulierung, die ist in den aktuellen Windows-Versionen jetzt nicht mehr erhalten. Aber generell haben wir ja trotzdem das gleiche Problem. Und das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich unbedingt haben möchte. Um das Ganze jetzt hier wirklich stillzulegen, oder meines Wissens komplett stillzulegen, gibt es jetzt ein paar Schritte, die wir gehen können. Und diese Schritte, was da genau beachtet werden muss, packe ich auch in die Videobeschreibung nochmal rein, damit es für euch ein bisschen einfacher ist, wenn ihr das nachbauen wollt. Wichtig ist auch hier zu wissen, das sind Änderungen, die wir an Windows vornehmen, die von Microsoft zwar vorgesehen sind, aber halt nicht für den Endbenutzer. Es gibt die Enterprise Edition von Windows 10, die ist aber eigentlich nur in großen Firmen im Einsatz. Also im Privatbereich wird wahrscheinlich die Home- bzw. die Pro-Version verfügbar sein. Dort habe ich halt das Problem, dass es keine offiziellen Methode gibt, diese Datensammelwut auszuschalten. In der Enterprise Edition gibt es dafür eine Funktion, aber die funktioniert leider nicht mit der Home Edition bzw. auch nicht mit der Pro Edition. Falls du jetzt irgendwie doch ein Unternehmenskunde bist und hast da dein Firmennetzwerk und willst das vernünftig machen, dann kontaktiere mich am besten persönlich, dann können wir uns das Ganze mal in Ruhe angucken und auch schauen, ob wir es über wirklich professionelle Geschichten hinbekommen, was wir das Netzwerk wirklich sicher machen, wenn das wirklich deine Sorge ist. Für den Privatgebrauch gehen wir jetzt hier weiter und diese Tipps, die zielen halt ganz klar auf die Home Edition bzw. auf die Pro Edition von Windows 10. Da gehen wir als erstes mal jetzt in die Registry. Das ist im Grunde genommen ganz einfach. Wir gehen hier in die Suche rein, geben hier einfach mal RegEdit ein und am besten rechte Maustaste als Administrator ausführen. Dann habe ich nach dieser Abfrage am wenigsten Probleme, Zugriff oder Änderungen hier an der Registry vorzunehmen. Und jetzt müssen wir unter folgenden Schlüssel suchen. Ich klappe das hier oben mal ein. Und zwar gucken wir jetzt mal unter HK Local Machine. Dann gibt es da den Reiter Software. Dann den Reiter Policies. Hier den Reiter Microsoft. Dann gehen wir in Windows. Und dort gibt es den Punkt Data Collection. Da gehen wir rein. Und in den meisten Fällen sollte es jetzt ausschauen, wie das jetzt bei mir der Fall ist. Das heißt, hier steht nichts drin. Und hier gehen wir einfach mal rein, machen eine rechte Maustaste, gehen auf Neu und erstellen einen neuen DWORD-Wert. Als Name nehmen wir jetzt Error und dann Telemetry. Wichtig ist hier jetzt die Rechtschreibung zu beachten. Habe ich hier einen Tippfehler drin, dann funktioniert das nachher alles gar nicht. Das ist das, was wir nicht wollen. Und dementsprechend halt wirklich darauf achten, was das hier alles richtig geschrieben ist. Und nicht so, wie ich es jetzt hier gerade gemacht habe, was hier ein E fehlt. Aber das ist nicht das Problem. Ich kann hier umbenennen und kann dementsprechend den Tippfehler hier korrigieren. Und dann habe ich meinen Schlüssel hier erstellt. Und mit einem Doppelklick kann ich den Schlüssel öffnen. Und dieser Wert wird als 0 eingetragen. Und
das sollte auch 0 bleiben, weil 1 heißt, dass es erlaubt ist, 0 heißt, es ist verboten. Damit haben wir schon mal den ersten Schritt, was in der Registry schon mal verboten wird, was diese Telemetriedaten an Microsoft gesendet werden. Wichtig ist, das ist hier jetzt eine Funktion, mit jedem Windows-Update laufen wir Gefahr, dass das hier überschrieben wird. Generell jetzt alle Tipps, die ich hier zeige. Das sind keine offiziellen Wege, die es von Microsoft gibt, also die Microsoft empfiehlt, sondern das sind halt wirklich Sachen, wo sich Leute hingesetzt haben und geguckt haben, was können wir tun. Und Microsoft kann halt mit jedem Versuch schauen, dass Microsoft jetzt hier die Daten einfach ja, ändert und dementsprechend bestimmte Funktionen ausschaltet. Das ist eine Sache, das sollte ich mir auch immer bewusst sein. Also das ist hier jetzt nicht einmal gemacht und dann in den Sonnenstuhl liegen und sorglos sein. Das ist eine Sache, die muss dauernd gepflegt werden. Wir wissen nicht, wie Microsoft hier in Zukunft reagiert, gerade bei den großen Updates, die es ja zweimal im Jahr vom Windows 10 gibt. Jetzt, nachdem wir das hier eingetragen haben, können wir das Fenster schließen und gehen hier unten auf das Windows-Logo und gehen dann hier einfach mal in die Computerverwaltung rein. Und hier in der Computerverwaltung, also das Fenster habe ich wieder mit der rechten Maustaste aufgerufen, gibt es den Punkt Dienste. Und den finde ich hier unten. Dort gehe ich in die Dienste rein. Und hier gibt es jetzt zwei Dienste, die wir deaktivieren sollten. Als erstes gibt es den Dienst Benutzererfahrung. So, ganz kurz gucken. Und Telemetriedienste. Das Ganze können wir mal ein bisschen größer machen, dass wir das hier auch vernünftig sehen können. So, Benutzererfahrung und Telemetrie im verbundenen Modus. Dort gehen wir rein. Und sollte dieser Dienst gerade laufen, gehen wir hier auf Beenden. Dann dauert das einen kleinen Augenblick, wird der Dienst beendet. Und wir schalten ihn dann auf Deaktiviert. Wenn wir den Starttyp hier nicht ändern und den nicht auf Deaktiviert schalten, dann ist wahrscheinlich beim nächsten Neustart dieser Dienst wieder aktiv. Und das ist ja das, was wir nicht wollen. Klicken wir hier auf Übernehmen, einmal auf OK und dann haben wir den ersten Dienst schon mal deaktiviert. Den zweiten Dienst, das wäre bei älteren Windows-Versionen, also Windows 10-Version, der Dienst DMWOP-Push-SVC. Dieser Dienst müsste dann auch deaktiviert werden. Der ist aber, soweit ich das beurteilen kann, bei der aktuellen Version von Windows 10 mittlerweile draußen und das Deaktivieren kann bei dem Upgrade auf die aktuellste Windows 10 Version auch zu Problemen führen. Habe ich zumindest schon das eine oder andere Mal gehört. Dementsprechend, ja, bei älteren Versionen kann man den dann mit deaktivieren. Bei der neuen Version, wie ich sie hier jetzt nutze, da gibt es den Dienst hier in der Diensteverwaltung schon gar nicht mehr. Wenn dieser Dienst vorhanden ist, dann halt auch entsprechend deaktivieren. Wenn wir die Dienste jetzt soweit deaktiviert haben, dann können wir noch einen zusätzlichen Schritt gehen. Das heißt, wir gehen hier nochmal rein, suchen CMD, das ist die Eingabeaufforderung, und führen diese auch als Administrator aus. Und dort können wir mal diesen Befehl eingeben. Auch den findet ihr dann in der Videobeschreibung. Der verhindert das zukünftige Schreiben des Dienstes in ein entsprechendes Logfile. Das kann uns dann auch weiterhelfen. Ich habe diesen Befehl jetzt auch abgeschickt und jetzt gehen wir zu den in meinen Augen wichtigsten Punkt. Und zwar hier geht es jetzt wirklich darum, was wir die Host-Datei abändern. Was passiert hier jetzt? Also erstmal müssen wir uns die Host-Datei raussuchen. Dafür gehen wir in den Explorer rein. Und dann gehen wir auf dieser PC, gehen auf unser Startlaufwerk, das ist vermutlich Windows C, Ordner Windows 10. Dann gibt es hier System 32. Dort gehen wir rein. Dann gibt es den Ordner Drivers. Da gehen wir rein. Dann gibt es den Ordner etc. Auch dort gehen wir rein. Und hier gibt es diese Host-Datei. Jetzt nicht irritieren lassen, was hier so ein komisches Symbol dahinter ist. Es liegt jetzt an meiner virtuellen Maschine. Ich ziehe mir das Ganze jetzt auf den Desktop. Das hat folgenden Grund. Wenn ich jetzt versuche, diese Datei hier zu editieren, kann das sein, was mir Windows hier in die Quere kommt und das nicht möchte. Mache ich das hier außerhalb, habe ich weniger Probleme. Diese Host-Datei, wenn ich sie mir hingelegt habe, die öffne ich jetzt am besten mit dem Editor.
den rufe ich mir jetzt so auf. In den meisten Fällen sollte das ohne weiteres über die rechte Maustaste gehen, unter dem Punkt Editieren. In meinem Fall klappt das jetzt nicht. Wenn ich hier jetzt auf Öffnen gehe, dann möchte er ein Programm von dem Originalbetriebssystem hier starten. Das möchte ich hier jetzt nicht. Dementsprechend ziehe ich die Hostdatei mir jetzt hier in den Editor rein. Und hier finde ich dann schon ein paar Punkte, die hier eingetragen sind. Grundsätzlich ist für mich hier wichtig, diese Hostdatei ist wie folgt aufgebaut. Ich mache sie jetzt hier einmal groß. Was überall, wo hier so eine Raute vor ist, das ist kein Hashtag, sondern das sind Kommentare. Das sind Funktionen, die hier nicht ausgeführt werden. Hier unten habe ich schon ein paar Einträge drin und das verhält sich jetzt wie folgt. Was hier jetzt steht, diese vier Nullen, das sind eine IP-Adresse. 0000 gibt es so in der Form nicht und würde ins Leere laufen. Es gibt auch Leute, die sagen, einmal 127.001 sollte ich dafür verwenden. Das ist immer der eigene Rechner. Aber auch mit 0000 gehe ich auf Nummer sicher. Und ich habe hier auch einmal eine Liste zusammengetragen. Ich kann hier jetzt nicht auf Vollständigkeit plädieren, aber mit dieser Liste sollte es möglich sein, alle Dienste von Microsoft zu blockieren. Das heißt, wenn ich die Liste hier eintrage, dann blockiere ich alle jetzt mir bekannten Server von Microsoft, die mit Telemetrie zu tun haben, wo ich nicht unbedingt einen Zugriff drauf haben muss. Ich habe das jetzt hier einfach mal eingetragen. Diese Liste findet ihr auch in der Videobeschreibung. Also es geht hier ab hier los. Und das Problem ist, was wir hier beispielsweise sehen, was Microsoft jederzeit einfach hier was ändern muss. Das heißt, wenn Microsoft hingeht und hier jetzt a0010.a-msedge.net als Server aufmacht, dann würde er hier auch wieder hingehen und dort Daten hinsenden. Aber mit der Liste haben wir, denke ich mal, einen Großteil der ganzen Server von Microsoft abgedeckt. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn der Rechner jetzt eine Verbindung zu einem Internetserver aufnehmen soll, der so heißt wie dieser Eintrag hier, beispielsweise hier zu diesem Server, dann wird Windows als erstes in dieser Hostdatei nachgucken und feststellen, aha, die Daten sollen an diese Adresse gesendet werden. Die gibt es nicht und dementsprechend gehen die Daten ins Nirvana und landen nicht bei Microsoft. Dementsprechend ist halt schon mal dafür gesorgt, dass Microsoft die Daten nicht erhält und dementsprechend auch nicht auswerten kann. Das ist so die Grundidee und mit der Liste haben wir schon mal einen großen Weg getan, was Microsoft unsere Telemetriedaten nicht unbedingt bekommt. Diese Datei, die kann ich jetzt ganz normal abspeichern hier. Dann packe ich mir die hier wieder rein und jetzt kriege ich die wieder zurück hier in den Drivers etc. Ordner und das Ganze muss ich wieder bestätigen und jetzt liegt sie hier wieder drin, ist editiert und jetzt kann auch dementsprechend Windows dort an diese Server keine Daten mehr senden. Jetzt habe ich im Grunde genommen alles dafür unternommen, was Windows nicht mehr so einfach nach Hause telefonieren kann und meine Benutzerdaten an Microsoft senden kann. Ich kann hier jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit stellen und ich muss mir auch bewusst machen, was halt mit jedem Windows-Update sich das hier wieder erledigen kann und was ich denn andere Wege gehen muss. Also im Grunde genommen gibt es im Internet auch diverse Programme, die im Prinzip diese Funktion ausführen. Nur dort weiß ich nicht genau, was am Windows immer geändert wird und teilweise finde ich das schon recht merkwürdig, was für diese Befehle, die hier jetzt gemacht wurden, das kann ich im Prinzip mit einem einfachen Skript abdecken, was vielleicht 1 MB groß ist. Es gibt Programme, die sind mehrere hundert MB groß, um die gleichen Funktionen auszuführen, was für mich teilweise doch schon ein großes Fragezeichen darstellt. Ich weiß nicht, was diese Programme alles ändern im Windows und dementsprechend ist das für mich der sicherere Weg, wenn ich es wirklich per Hand mache, auch wenn es dann auf den zweiten Blick oder beziehungsweise auf den ersten Blick der umständlichere Weg ist. Das sind so die wichtigsten Punkte, auf die ich achten würde, wenn ich nicht möchte, dass meine Daten irgendwo an andere rausgehen. Hast du da noch irgendwie einen anderen Punkt? Habe ich irgendwas vergessen? Schreib es mir in die Kommentare. Aber was mich auch interessieren würde, wie siehst du das eigentlich mit deinen Daten? Ist es dir egal, was diese Daten an die Entwickler der Betriebssysteme weitergehen? Oder findest du das nicht so toll? Weil im Grunde genommen, je besser die mich kennen, desto besser kann das Betriebssystem angepasst werden. Und ich finde, Facebook macht das immer ganz gut vor. Bei Facebook
empfinde ich die Werbung nicht mehr als störend, weil das sind wirklich alles interessante Sachen für mich sind. Facebook kann das aber auch nur machen, weil Facebook mich mittlerweile wahrscheinlich besser kennt als ich mich selbst und dementsprechend es schafft, mir solche Werbung einzublenden. Wie siehst du das? Schreib es mir doch mal in die Kommentare. Hat dir das Video geholfen? Dann freue ich mich natürlich auch über jeden Daumen nach oben. Und falls du da generell Fragen zu hast oder falls du Hilfe im großen Thema Computer benötigst, dann kannst du mich auch gerne kontaktieren. Das kannst du über die jetzt eingeblendeten Kontaktdaten machen. Und dann können wir mal gucken, ob du professionelle Hilfe von mir bekommen kannst und ich dafür sorge, dass du richtig Freude mit der IT wiederbekommst. Sofern du es noch nicht gemacht hast, hast du hier jetzt gleich die Möglichkeit, diesen Kanal zu abonnieren. Das ist für dich komplett kostenlos. Und somit verpasst du kein Video mehr von mir und bist immer auf dem neuesten Stand.